Ob sie Europas Yacht des Jahres 2023 wird, das wissen wir noch nicht. Immerhin ist sie aber nominiert. Aufsehen dürfte die Bente 28 aber sowieso erregen. Schließlich liegt das schon in den Genen von Bente. Doch vom frühen Guerilla-Marketing ihrer kleinen Schwester bis zum Testschlag mit dem Prototypen der 28er ist viel passiert, inklusive Insolvenz der Marke Bente 2020. Ja, die Bente 24 ist ja ein Begriff auf dem Markt der Segelboote. Der Kleinkreuzer der Bente-Reihe hat ja ordentlich eingeschlagen. 150 Boote wurden von diesem Typus gebaut und verkauft. Mittlerweile hat die Marke Turbulenzen überstehen müssen, gehört jetzt zur Firmengruppe Meichle und Mohr hier in Langenargen am Bodensee. Gebaut werden die Boote jetzt in Polen. Und wir sind jetzt hier auf der Bente 28. Das ist dasselbe Konzept, größer umgesetzt, in ähnlicher Form, aber deutlich voluminöser. Kann man nicht mehr vom Kleinkreuzer sprechen, sondern das ist schon richtig ein Tourenschiff. Das ist das erste Boot, was gebaut worden ist. Jetzt, und wir hatten jetzt die exklusive Gelegenheit, das Boot brandneu ab Werft schon zu segeln. Und das Erlebnis wollen wir natürlich gern mit euch teilen. Im Unterschied zur Bente 24 ist die größere Schwester zwar um 1,10 Meter länger, aber in der Breite nur um 24 cm gewachsen. Dadurch sind ihre Linien gestreckter. Dazu fällt auf, dass ihr Bug viel mehr Volumen hat als bei der 24er. Alles in allem erinnert die neue irgendwie an moderne Class 40 Yachten. Beim ersten Test auf dem Bodensee wird es mit maximal 3 Beaufort. Das reicht, um die Bente gut in Bewegung zu bringen. Beim Test im Rahmen von Europas Yacht des Jahres vor Barcelona zeigt sich die mit 3,2 Tonnen nicht wirklich leichte Yacht durchaus lebhaft und agil. Vor allem unter dem 75 Quadratmeter Gennaker. Im Surf auf der Welle loggen die internationalen Jurykollegen dann auch mal stolze 12 Knoten. Übrigens, dank des auf 1,30 Meter ausziehbaren Kohlefaserrüssels können Raumschutzsegel wie Gennaker oder Code Zero auch innen durchgehalst werden. Außerdem gut, die Bente 28 segelt sehr steif und aufrecht. Es gibt zwei T-Kiel-Varianten. Im Standard mit 1,65 als Performance-Version mit stolzen 1,95 Tiefgang. Ein Hub- oder Schwenkkiel ist derzeit noch nicht erhältlich, die Werft überlegt aber, noch eine Version mit variablem Tiefgang anzubieten. Die Konstruktion der Bente 28 entspricht einem sehr modernen Designansatz. Das heißt, hinten ist das Boot relativ breit, deswegen auch mit zwei Ruderblättern ausgestattet. Man kann hier die Ruderwellen sehen. Unter Deck ist das verbunden mit Schubstangen, die dann an die beiden Ruderblätter bedienen. Wir haben heute beim Test sehr viel Glück gehabt. Es ist eigentlich Hochdrucklage, was am Bodensee in der Regel heißt, dass es nur ganz wenig Wind gibt. Aber wir hatten am Morgen eine schöne Brise von 8 bis 10 Knoten Wind, was ausreichend war, um das Boot mit allen Segeln, was jetzt dieser Prototyp mitbringt, auch zu segeln. Das heißt, wir haben mit Gennaker gesegelt, wir haben mit Code Zero gesegelt, natürlich die Amwind-Garderobe ganz normal. Und das Boot macht richtig viel Spaß zum Sehen, ist sehr ausgewogen, auch auf der Steuerung. Mit der doppelten Ruderanlage ist das normal, dass die Steuerung sehr neutral eingestellt ist. Das kann man hier spüren. Also man kann auch tatsächlich, wenn man möchte, mal kurz weg irgendwie was bedienen oder so, ohne dass man gleich irgendwie einen Autopiloten reinmachen muss oder aktivieren muss. Das braucht es in dem Fall nicht. Also das Boot läuft sehr schön geradeaus. Von den Leistungsdaten her gibt es ebenfalls kaum was zu sagen, was negativ wäre. Wir hatten in der Anderkreuz schafften wir so 5,6, 5,7 Knoten bei 8 Knoten Wind, 10 Knoten Wind, bei auf einem Wendewinkel von zwischen 85 und 90 Grad. Also da braucht sich die kleine Bente nicht zu verstecken. Man muss immer da rausschicken, das Boot sieht zwar sehr viel größer aus,
als es ist. Es ist ja nur 8,5 Meter lang, aber es wirkt eigentlich schon wie ein 10 Meter Boot. Ein Manko: durch die stark nach oben gekröpfte Pinne ist der Hebel ziemlich kurz, was sich vor allem durch mehr Druck in Manövern und bei Kursänderungen zeigt. Der Rumpf wird übrigens als GFK-Sandwich mit E-Glas und Schaumkern hergestellt und im Handauflegeverfahren laminiert. Optional gibt es die Bente aber auch mit Rumpf, der im Vakuum in Fusionsverfahren gebaut wird. So, das gemeinsame optische Merkmal aller Yachten der Bente-Reihe, also von der 24, von der jetzt von der 28 und auch von der größeren 39, ist dieses Panoramadach. Dieses verglaste Panoramadach, das ist ein ganz typisches Kennzeichen von der Marke Bente. Mit diesem Dodger, mit diesem farblich abgesetzten Dodger, den man in verschiedenen Farben haben kann. Das geht in hellblauer Optik oder gelber Optik, grün, was man immer haben möchte. Der große Vorteil ist nicht nur der Gewinn an Stehhöhe unter Deck, sondern auch, dass man hier auf dieses Dach ganz bequem stehen kann. Sehr, aber auch sehr rutschfest und hier am Großsegel arbeiten kann zum Auftuchen, zum das alles schließen. Das ist alles sehr, sehr robust gebaut und hier kann man auch draufstehen, alles gar kein Problem. Und was die großen Panoramascheiben mit dem Wohnbereich machen, sehen wir uns gleich an. Zunächst werfen wir aber noch mal einen Blick ins Cockpit. Bente wollte auch für die 28 das Cockpit-Layout bewusst einfach halten. Also man soll mit diesem Boot alleine segeln können, mit der kleinen Familie, aber auch mit Mannschaft, wie man das möchte. Man kann das schon sehen, das Cockpit ist nicht nur sehr geräumig, sondern auch sehr aufgeräumt. Es gibt hier die Großschot, die ist nach hinten verbannt auf diesen Traveler, der sich ganz am Heck befindet. Das ist natürlich sehr effizient für die Führung der Großschot, weil dann braucht man auch weniger Kraft, um die Großschot zu bedienen. Die geht dann hier nach vorne auf diese Konsole mitten im Cockpit. Hier kommt man von allen Seiten an die Großschot dran, ob man nun allein segelt oder mit Großschoter oder mit der Familie. Das geht gleichermaßen gut. Die Großschot ist aus allen Positionen sehr gut zu bedienen. Dasselbe gilt eigentlich hier für die Winschen der Genuas, wo gleichermaßen eben auch die ganzen Fallen bedient werden. Also ein ganz normales, sehr unkompliziertes, aber gleichermaßen auch sehr funktionales Layout. Da der Wind hier am Bodensee mittlerweile nur noch als laues Lüftchen weht, testen wir noch den Bootsdiesel. Diese Maschine hier jetzt, das ist noch nicht genau die richtige Maschine drin, wie sie sein soll. Das ist der Prototyp. Hier kommt eine D113 rein und der Fallpropeller stimmt auch noch nicht. Das ist der falsche Fallpropeller. Aber wirklich überraschend ist, wie schnell dieses Boot reagiert. Ich mache das jetzt einfach mal vor. Wenn ich hier jetzt Gas, jetzt bin ich bei Vollgas, nehme mal Gas weg und mache hier mal einen Bogen. Es geht einfach. Also komplett auf dem Teller aus dem Vollgas raus. Das Boot reagiert wirklich sehr, 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 sehr schnell. Auch die Rückwärtsbeschleunigung mit eingeschlagener Pinne. Es geht enorm schnell. Starke Reaktion. Ob jetzt der Gashebel nicht besser irgendwo hier wäre oder da wäre, das ist noch, man muss hier halt einmal nach hinten, aber das macht ja auch nichts. Das ist ja alles in Griffweite auf jeden Fall. Und damit steigen wir mal hinab in den Bereich, der auf älteren Yachten meist höhlenartig dunkel war. Bei der Bente allerdings ist die Atmosphäre eine völlig andere. So, wir sind jetzt unter Deck von der Bente 28. Es gibt zwei Sachen, die von Anfang an ganz stark auffallen. Das ist zum einen dieses enorme Raumvolumen, was es hier in diesem Boot gibt. Nochmal zur Erinnerung, wir sind auf einem Boot von 28 Fuß Länge, 8,50 Meter Rumpflänge. Das ist schon enorm, was die Leute da in dieses Boot eingebaut haben. Das andere ist
diese ungeheure Transparenz kommt auch von diesem Dodger, von diesem Kajütaufbau, der zumindest teils verglast ist, also hier diese großen Fenster. Ich kann hier stehen und von meinem Blickwinkel aus nach vorne sehen. Ich kann zur Seite sehen, auf alle Seiten. Also ich könnte im Prinzip von hier aus das Boot auch lenken. Ich kann in die Segel sehen, von allen Richtungen. Wie immer ich das mag, ich kann die Stellung der Segel kontrollieren. Wenn es mal schlechtes Wetter ist, kann ich hier ganz bequem den Autopiloten ranmachen, wenn man den dann als Option wählen will. Und ich kann hier die Stunden auf dem Wasser genießen, bin gut geschützt. Und es ist einfach auch zum Wohnen. Es ist sehr, sehr hell, sehr, sehr transparent, viel Licht, viel natürliches Licht, das da reinkommt. Und einfach dieses enorme Raumgefühl, das natürlich auch mit diesem Volumen kommt. Ich bin nicht besonders groß, aber hier, ich habe Stehhöhe bis weit nach vorne, bis hier, wo ich dann letztlich mich auch hinsetze. Und da habe ich immer noch Stehhöhe. Hier zum Kochen, hier beim Niedergang sind es jetzt über 2 Meter Höhe. Und hier dieser große Küchenbereich, also hier habe ich reichlich Platz, um mich um das Wohl der Gäste zu kümmern. Hier Speisen zubereiten. Es gibt ein Terrankochfeld, eine Kühltruhe, die hier eingebaut ist, ein Spülbecken und reichlich Stauräume. Hier, da und natürlich auch hier zurückversetzt hinter diesen Abtrennungen. Da ist jetzt noch eine Kaffeemaschine dabei, aber reichlich Stauräume. Die Stehhöhe gewinnt man natürlich auch, weil hier der Boden abgesetzt ist. Man kann das sehen, hier gibt es eine Stufe. Hier stehe ich bereits auf dem eigentlichen Rumpf. Also es gibt hier keine Bodenlager mehr, keine Bodenbretter. Dafür habe ich hier reichlich Platz. Selbst großgewachsene Leute können hier aufrecht stehen. Das ist bei Booten um 28 Fuß keine Selbstverständlichkeit und auch nicht die Regel. Es gibt hier auf der Bente 28 auch einen schönen, komplett abgetrennten Toilettenraum. Auch das ein Merkmal, was nicht auf allen Booten dieser Größe vorhanden ist. Sehr angenehm natürlich, wenn man mit mehreren Leuten auf Turnfahrt ist oder unterwegs ist. Hier voller Komfort, volle Stehhöhe, auch hier im Bad. Dazu gibt es zurückversetzt im Zwischenraum zwischen Toilettenraum und Wachskiste gibt es noch einen komplett geschlossenen Stauraum, auch hoch, wo man zum Beispiel nasses Ölzeug aufhängen kann, wenn man das denn möchte. Die Lüftung ist okay, es gibt ein kleines Luke, wo man eben hier die Nasszelle auch lüften kann. Sehr schön gemacht hier, eine kleine Navigation. Natürlich nicht im Sinne von einer richtigen Navigation, wo man sich hinsetzt und mit der Karte arbeiten kann, sondern das ist vielmehr einfach eine Ablage, ein kleines Pult, wo man irgendwie was arbeiten kann oder Kleinteile hinlegen kann. Sehr schön gemacht, übrigens auch die ganze Elektronik, wirklich vorbildlich, sehr gut zugänglich, alles beschriftet mit den entsprechenden Schemen, wo man das alles abrufen kann. Also hier kommen auch Laien zurecht, wenn sie dann mal irgendwie was an der Elektronik rumfummeln müssen, dann ist das auch machbar. So, nach vorne im eigentlichen Wohnbereich, dann nach vorne. Hier 2 Sofakojen. Die sind lang genug, dass man sich hier auch hinlegen kann. Das Maß ist etwas über 1,90, hier die gesamte Länge. Und hier vorne auch nochmal 2 schöne lange Kojenplätze. Die sind über 2 Meter lang, 1,60 ungefähr auf der Breite der Schultern. Also hier können nochmal 2 Leute schlafen. 2 vorne, 2 auf den Sofas und 2 hinten in der Hundekoje. 1 bis 2 wo Leute, die hinten schlafen können. Also maximal 6 Leute auf einem 28-Fuß-Boot, die hier bequem und komfortabel übernachten können. Achtern ist die Koje 1,03 Meter breit. Für 2 wird es kuschelig. Eine Person schläft dagegen sehr komfortabel. Bis auf die in der Pantry fehlen allerdings gut zugängliche und funktionale Stauräume. Wenn dann die Winde nicht wehen sollen oder zum Ein- und Ausfahren in den Hafen
ist hier die Bente 28 mit einem Einbaudiesel versehen. In dem Fall ist es ein Volvo Penta D113, der kleinste Motor von Volvo Penta. Der ist, wie man sehen kann, umgedreht eingebaut, also der Saildrive sitzt vorne. Bei diesem Boot jetzt, das ist der Prototyp, ist die Zugänglichkeit noch nicht in allen Bereichen gegeben. Hier will die Werft noch aus beiden Bereichen, also sowohl von Backbord aus der Backskiste, als auch von der anderen Seite, von der Hundekoje aus, noch zusätzliche Inspektionslucken mit einbauen, damit man eben auch an die, an alle Teile vom Motor rankommt für Wartung oder Reparatur oder Kontrolle der Stände, der Flüssigkeitsstände. Bleibt noch der Preis. Für 129.000 Euro bekommt man zwar eine Bente 28, die ist dann allerdings nur mit einem Dacron-Segelsatz aus Groß und Genua ausgestattet. Außerdem kommt die Standardversion mit einem sehr einfachen Innenausbau ohne weitere Annehmlichkeiten. Und auch an Deck sitzt dann weniger und qualitativ nicht so hochwertige Hardware. Wer 35.000 Euro mehr auf den Tisch legt, bekommt die Bente 28 Edition, so wie unser Testboot. Hier gibt es also das volle Tourenpaket inklusive besseren Segeln, Bugspriet, Gennaker und Hakenbeschlägen an Deck. Eine Stufe tiefer gibt es dann auch den Induktionsherd und den Salontisch mit abklappbaren Flügeln. Weltpremiere feiert die neue vom Bodensee dann wahrscheinlich auf der Boot 2023. Das Interesse wird sicher groß sein. Ob die 28er aber an den Erfolg der kleineren Schwester anknüpfen kann? Wir werden es sehen. Den kompletten Test findet ihr jetzt kostenlos auf jacht.de. Den Link dorthin gibt es in der Videobeschreibung.